Damit herzlich willkommen hier das erste Mal in F123 zu einem ersten Part, wo wir das Spiel kennenlernen werden. Wir werden kein Rennen machen, wir werden nur das Auto uns anschauen, die Frequenzen am Anfang. Ob sie was geändert hat. Ich habe ja F122 bisschen angespielt, die Lust verloren. Ich hoffe, in F123 werde ich nicht enttäuscht. Wenn euch dieses Event gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und schaut auch meine andere Karriere an mit Juventus Turin, die wir auch jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen beenden werden. Wir gehen rein. Das erste Mal bin ich auch hier. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, auf was auf mich zukommt. Let's go. Erstmal wahrscheinlich die Anzeigekalibrierungen, wie ich das kenne hier. Ich mache das mal kurz und bin dann gleich wieder da. Und da sind wir im Menü von F123 und ich werde natürlich eine Karriere hier ganz klar starten, eine Einzelspielerkarriere selbstverständlich, und zwar werde ich versuchen, mich hochzuarbeiten, ganz klar. Ob wir in F2 beginnen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen direkt zur F1. Und ich werde eine benutzerdefinierte Saison spielen. Wobei ich überlege, jetzt doch eher auf mein MyTeam zu stellen, genau. Ich werde natürlich Herausforderer im Mittelfeld auswählen, da wir Newcomer in der letzten Saison waren. Werde ich hier Herausforderer im Mittelfeld machen, ganz klar. Ich werde eine benutzerdefinierte Renne, eine benutzerdefinierte Strecke machen mit 16 Rennen. Empfohlene Einstellungen verwenden, selbstverständlich. Ich bin ein Standardfahrer und meine Team-Icons werde ich natürlich verwenden, ganz klar. Karriere mit ausgewählten Optionen beginnen, natürlich. Und ja, und dann werde ich sagen, mache ich das mal kurz und bin dann gleich da. Jawohl, da hätten wir das Auto, mit dem wir auf Erfolg gehen möchten, mit dem wir Erfolg haben möchten, mit dem wir sehr gut abschneiden möchten. Hier im Team ist auch noch von Tony Racing ist auch noch Felipe Massa. Wir gucken uns mal die Team-Details an. Wir haben Atlantic als Sponsor hier festgelegt. Genau, schließe die Konstrukteurmeisterschaft mindestens auf dem 6. ab. Als Hersteller habe ich Renault genommen und als Fahrer natürlich Felipe Massa. Genau, das ist das Auto und wir werden weitermachen. Neues Jahr, neue FahrerInnen, neues Team. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns weit weg vom Fahrerlager, im Hauptquartier des neuesten Teams der Formel 1 Weltmeisterschaft. Wir haben heute exklusiven Zugang erhalten und dürfen nicht nur den Teambesitzer interviewen oder deren Starfahrer, sondern beide. Denn zum ersten Mal in der modernen Formel 1 Geschichte sitzt der Besitzer auch selbst hinter dem Steuer eines seiner Autos. Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um ein neues Team an den Start zu bringen. Vor allem nach einem so spannenden Wettbewerb im letzten Jahr. 2022 gab es umfangreiche Regeländerungen und Red Bull setzte sich im Bereich Entwicklung an die Spitze. Aber das war letztes Jahr. Dieses Jahr könnte es ganz anders aussehen. So viel steht fest. Hier im Werk herrscht ein reges Treiben und man spürt förmlich die Begeisterung aller im Team über das Auto. Insgeheim glauben sie fest daran, dass sie an der Spitze mitfahren können. Und sie hatten genug Zeit, um ein äußerst konkurrenzfähiges Rennauto zu entwickeln. Aber Theorie ist eine Sache.
gegen die größten Stars des Motorsports anzutreten, jedoch eine ganz andere. Wie fühlt sich also der Besitzer des 11. F1-Teams, das sich schon so intensiv darauf vorbereitet, im Formel-1-Zirkus mitzumischen? Neue Fahreraufstellungen, Katar ist wieder dabei, Las Vegas debütiert. Und der technische Wettstreit treibt sowohl den Sport als auch die FahrerInnen immer weiter an. Was will er erreichen? Worauf freut er sich am meisten? Was macht ihn nervös? Wir werden ihn gleich treffen und das herausfinden. Doch lasst uns zuerst einen Blick auf das neue Auto werfen. Ja, da hat sich EA auf jeden Fall Mühe gegeben. Wir können auswählen inzwischen, es geht hier nicht nur um mich, sondern um mein Team. Es hat meine hundertprozentige Unterstützung und zusammen sind wir nur unaufhaltsam. Leichte Aufgaben sind es nicht wert, bewältigt zu werden. Ich lebe für Herausforderungen wie diese. Ich muss zugeben, es war bisher harte Arbeit. Und es wird auch so bleiben, aber ich hätte diese Rolle nicht übernommen, wenn ich nicht an mich selbst und an mein Team geglaubt hätte. Okay, die persönlichen Stärken passen zu unserem Team. Ich wollte jemanden, der gut zum Team passt. Meine Nummer 2 versteht das und weiß die Gelegenheit zu schätzen. Es war nicht leicht, jemanden dazu zu bringen, bei einem brandneuen Team zu unterschreiben. Und ich bin froh, dass jemand das Risiko eingegangen ist. Ich finde, die Statistiken sprechen für sich. Und man kann gewaltiges Potenzial erkennen. Also diese Frage oder die Antworten sind sehr schwierig. Ich denke, es war nicht leicht, jemanden dazu zu bringen, bei einem brandneuen Team zu unterschreiben. Und ich bin froh, dass jemand das Risiko eingegangen ist. Das ist die beste Antwort. Eins unserer Hauptziele war es, dafür zu sorgen, dass der Wagen so gut wie möglich reagiert. Das wird uns in der Kurve einen Vorteil verschaffen, ja. Es wird nicht leicht werden, nach dem ersten Rennen werden wir mehr wissen. Die Treibstofflast ist der Schlüssel für eine Reduzierung des Gesamtgewichts. Die Treibstoffeffizienz unseres Triebwerks wird uns dabei helfen, das Gewicht gering zu halten. Mit neuen Leuten und neuen Perspektiven kann man neue Lösungen finden. Und wir haben uns einzigartige Möglichkeiten, den Luftwiderstand zu reduzieren, einfallen lassen. Heutzutage sind die Motoren deutlich komplexer, aber bei dem RS-System sind wir auf mehrere Möglichkeiten gestoßen oder mögliche Neuerungen gestoßen. Ich denke, es wird nicht leicht werden. Nach dem ersten Rennen werden wir mehr wissen. Letztendlich hängt Ihr Erfolg in dieser Saison davon ab, wo Sie im Kampf um die Position landen. Was hat Ihr Auto, das Ihnen dabei einen Vorteil verschaffen könnte? Wir haben einen sehr stromlinienförmigen Boliden konstruiert und rechnen mit extrem hohen Spitzengeschwindigkeiten auf den Geraden. Wir haben einen unglaublich leichten Boliden konstruiert, das hilft sowohl bei der Spitzengeschwindigkeit als auch in den Kurven. Ne? Zum Überholen braucht man Motorleistung, deshalb haben wir hart daran gearbeitet, aus unserem Triebwerk auch das letzte bisschen an Leistung herauszuholen. Die F1 ist nun mal kein einzelnes Rennen, sondern eine ganze Saison. Mit ausgiebigen Stresstests können wir Gridstrafen und Fehlfunktionen vermeiden. Und das ist, glaube ich, zu Beginn eines der besten Antworten, den man geben kann. Und zum Schluss, wenn man bedenkt, wer hier alles in ihrem Hauptquartier arbeitet, bei dem, was da auf sie zukommt, wer hat das größte Lob verdient? Auf welche Leute sind sie besonders stolz? Unsere Triebwerksabteilung musste schnell von 0 auf 100 gehen, als wir unsere Motoren erhalten haben. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Nun, ich könnte den ganzen Tag mit Ihnen reden, aber ich lasse Sie jetzt mal weiterarbeiten. Danke.
Das ist aber nett von ihr. Sie würde den ganzen Tag mit uns plaudern. Aber jetzt beginnt das, was ansteht. Hier kannst du unsere Natürlich. Einrichtungen begutachten und sehen, was sie bewirken. Du kannst auch Firmengelder in deine Einrichtungen investieren, um sie zu verbessern. Okay, ich denke, Aerodynamik werde ich erstmal machen hier. Ach so, wir haben nicht genug Geld, okay. Ja, gut. Ja, wir sind erst am Anfang. Gucken wir uns mal die Rangliste an, ja. Da gibt es keinen interessanten, ne? Hier. Keine interessanten Neuerungen. Wir sind ein Mittelfeld-Team. Es ist wichtig, dass die Zeit zwischen den Rennen optimal genutzt wird. Und genau darum geht es hier. Mit einer effizienten Zeiteinteilung kannst du die Leistung des Teams maximieren. Okay. Gut. Und was steht in den Nachrichten? Hallo Toni, unser Team ist vielversprechend, aber wir müssen uns verbessern. Wenn wir vorne mitspielen wollen, du musst gut mit den vorhandenen Finanzen und Ressourcen haushalten. Haushalten. Was ist das? Du musst gut mit den vorhandenen Finanzen und Ressourcen haushalten, ne? Ach so, ordentlich bleiben, damit wir das Team nach vorne bringen können. Mit unserem Ansehen können wir größere Sponsoren bekommen. Fahre weiter gute Rennen, dann bringt uns noch mehr Ansehen, noch mehr Sponsoren, was uns wiederum das Geld bringt, um unsere Einrichtungen aufzuwerten. Wir haben ein solides Fundament, aber es wartet noch viel Arbeit. Verbessere die einzelnen Einrichtungen, um ihre F&E-Kapazitäten zu erhöhen. Wenn Ressourcen verfügbar sind, solltest du dafür sorgen, dass F&E auch an neuen Upgrades arbeitet. Unser Auto muss unbedingt die erste ganze Saison über mithalten können. Ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam dieses Team zusammenzustellen. Chris. Nochmal eine Nachricht. Die Inneneinrichter sind letzte Woche mit dem Pausenraum fertig geworden. Und Ruth hat gesagt, dass die Server jetzt alle online sein müssten. Das heißt, wir sind offiziell startklar. Willkommen auf der Bühne der Stars. Ich freue mich schon darauf, Teil der Geschichte dieses Teams zu werden. Es wäre gut, entweder dich oder Felipe möglichst bei dem Simulator zu haben. Damit die Entwicklungsarbeit losgehen kann, du weißt ja selbst, dass unser Wagen und unsere Einrichtungen noch ziemlich unausgereift wirken. Du sollst dir angewöhnen, immer im Blick zu haben, was du als nächstes verbessern willst und darin zu investieren, sobald es möglich ist. Die Hauptgebiete, in die wir investieren können, sind unsere Einrichtungen, das Gehalt der Zweitfahrerinnen und deine Fahrerboni. Unser Einkommen von den Sponsoren erhalten wir jede Woche. Und wenn wir ihre Zielvorgaben erfüllen, also setze es mit Bedacht ein. Viel Glück für die Saison, Chris. Da haben wir noch eine Nachricht von der Informatikabteilung an das gesamte Team. Vielen Dank für Ihre Geduld während der kürzlichen Unterbrechung. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Probleme mit dem internen Netzwerk gelöst wurden und sie jetzt unbeschränkt Zugriff auf die für ihre Position notwendigen Systeme haben sollten. Sollten Sie weiterhin auf Probleme mit der Netzwerkfreigabe stoßen, bitte wenden Sie sich an die Informatikabteilung. Okay. Ja gut. Das sind alles Nachrichten, was uns eigentlich relativ wenig interessiert. An dieser Stelle schauen wir nochmal auf die Rangliste hier, natürlich auf die Saisonergebnisse. Grand Prix ausfällt, ist das Monaco Grand Prix. Das fällt flach. Auch Niederlande sehe ich hier. Der USA Grand Prix. Dafür ist Miami und Las Vegas dabei. Dann ist Katar dabei. Interessant. Es wird eine sehr interessante Saison. Natürlich, das Ziel ist Mittelfeldplatz. An dieser Stelle würde ich sagen, wenn euch
diese erste Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.